Moin Leute, willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. So, die uralte Truhe liegt hier quasi direkt vor uns und wow. Wartet nur darauf, von uns geöffnet zu werden. Okay, in den Richtungen scheint das schon mal nichts zu sein. Aber hier links, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ah, da bricht das Ding wieder ab, doch. Ja, jetzt haben wir es aber, sehr schön. Und da bin ich mal gespannt. Todesmalhelm. Ermöglicht Wasseratmung. Der Rüstungswert wird um 100 Punkte erhöht, wenn eine komplette Todesmalrüstung getragen wird. Okay. Nehmen wir den Helm. Meinetwegen erstmal mit. Eine Schaufel können wir allerdings nicht so gut gebrauchen. Aber Leute, lasst uns doch mal eben schauen. Bei Objekten haben wir jetzt ja, was die Bücher angeht, wieder was gefunden. Oh Mann, ey. Muss man den ganzen Scheiß hier wegpacken. Ich komme gar nicht mehr klar. Genau, Todesmal. Okay, wollen wir mal lesen. Eine Piratengeschichte. Achso, Hacknir Todesmal lag im Sterben. Für Schiss-Quartiermeister Garruk Windreife war das undenkbar. Sein Großvater hatte bereits vor beinahe 60 Jahren unter Hacknir gedient, der schon damals unter den Piraten des Nordens eine lebende Legende gewesen war. Den König der Geister nannten sie ihn. So endlos und unbarmherzig durchkreuzte er die Meere. In Garruks Augen war Hacknir wie ein Gott. Er hatte ihn in seiner glänzenden Rüstung aus Stahlriemen kämpfen sehen, wie er mit seinen beiden Schwertern gleich den Königen von einst seine Gegner niedermähte, als wären sie Grashalme. Aber niemand fürchtete Hacknir so sehr wie seine eigene Mannschaft. Die Männer kannten seine Wutausbrüche, seinen Hang zum Wahnsinn und sie wussten, welch großes Vergnügen ihm das Foltern und Morden bereitete. Und es gab schauerliche Gerüchte. Manche sagten, er nähre sich am Blut und an den Seelen jener, die er tötete, um sein widernatürliches Leben zu verlängern. Andere hielten ihn für einen Daedra, der auf die Welt der Sterblichen losgelassen wurde. Wieder andere behaupteten, er verdanke sein Leben und seine Kräfte, seine Rüstung und seine Schwerter einem Pakt mit Dagon, dem Prinzen der Zerstörung. Und besiegelt worden sei dieser Pakt mit der grausigen Wunde, die Hacknirs Gesicht entstellte und die niemals verheilen wird, das Todesmal, das keiner ansehen konnte, ohne zu erschrecken. All diese Dinge gingen Garruk durch den Kopf, als er an Deck seines Platzes an der Spitze der Mannschaft einnahm. Er nickte dem Steuermann Talin zu, seinem größten Rivalen, der sein Nicken erwiderte. Wenn die Sonne untergeht, dachte er, würde einer von ihnen beiden neuer Kapitän sein und der andere tot. Als Hacknir schließlich aus seiner Kajüte schlurfte, verstummte die Mannschaft mit einem Schlag. Er sah geschwächt aus und seine Stimme war nur noch ein Krächzen. Dennoch besaß er nach wie vor eine ungeheure Ausstrahlung. Seinen Blick, den er über die Männer schweifen ließ, die brutalsten Mörder, die jemals die Meere des Nordens befahren hatten, hielten nicht einer von ihnen stand. Schließlich stieß er ein Seufzen aus. »Ihr wollt wissen, wer mein Nachfolger wird und wie mein Anteil am Schatz unter euch aufgeteilt werden soll?« Natürlich war das die Frage, aber trotzdem waren leise Proteste zu hören. Hacknir schnitt sie ab. »In all den Jahren habe ich noch jemanden gesucht, der es wert ist, seinen Platz einzunehmen, aber wenigstens stark genug, um ihn mir zu entreißen. Doch von euch kommt kein einziger auch nur in die Nähe meiner Vorstellung. Und aus diesem Grund soll auch keiner von euch meinen Platz bekommen.« Er streckte die Hand aus. »In Dagons Namen belege ich hiermit meine Rüstung und mein Schwert mit einem Fluch, ebenso wie dieses Schiff und alles, was es trägt. Bis zu dem Tag, an dem einer von euch mich im Zweikampf schlägt, soll euch nicht auch nur eine einzige Münze zustehen.« Er blickte die Männer an und starrte auf sie. »Ihr könnt dankbar sein, dass ich eure Leben verschont habe.« Garruk und Talin warfen einander einen kurzen Blick zu. Hätte irgendjemand anders so gesprochen, hätte es schon längst eine Meuterei gegeben. 100 goldgierige Piraten gegen einen einzigen alten Mann, aber der hieß Hacknir. Und so fügte sich die Mannschaft ihrem Schicksal. Hacknir warf Garruk eine Karte vor die Füße. »Garruk, nimm das Langboot und vergrab meine Rüstung an den Orten, die ich markiert habe. Talin, wir segeln zu meinem Grab, wo ihr mich und mein Gold zurücklassen werdet. Dann verbrennt ihr die Schiffe und könnt tun, was ihr wollt. Ich bin von nun an nicht mehr euer Kapitän.« Mit diesen Worten machte er Kehrt und schlurfte zurück in seine Kajüte. Bei Tagesanbruch machte sich Garruk mit dem Langboot und drei Männern auf den Weg. Sie landeten auf einer Sandbank nördlich von Solstheim, genau an der Stelle, die Hacknir auf der Karte markiert hatte. Dort schlugen sie ihr Lager auf und begannen sofort damit, ein Loch auszuheben.
Doch schon regte sich die Gier in Garruks Herz. Immer wieder blickte er hinüber zu der eisenbeschlagenen Truhe, die sie mitgebracht hatten. Der alte Mann war fort, vielleicht sogar schon tot. Seine Befehle töricht. In dieser Nacht öffnete Garruk die Truhe und zog den Helm heraus. Das Stahlriemen schimmerte im Mondlicht. Es war an der Zeit. An der Zeit für einen neuen König der Geister. Er setzte den Helm auf und er schrie. In mondhellen Nächten, so heißt es, könne man dieses Schreien noch immer hören, auf einer felsigen Sandbank vor der nördlichen Küste von Solstheim. Postskriptum. Diese Geschichte ist eine der letzten der Hackney-Sagen. Der Erzählung über das Leben und die Abenteuer des legendären Piratenkönigs Hackney Todesmal. Wie viele von der Geschichte tatsächlich wahr ist, ob überhaupt irgendwas davon wahr ist, überlasse ich der Vorstellungskraft des Lesers. Atis Dralen. Schreiberin von Haus Redoran. Okay. So, und wir haben jetzt, das ist scheinbar genau diese felsige, wow, Sandbank. Hallo, mein kleiner Riegling. Ja, wir wollen gleich mal schauen. Wir haben die Schatzkarte. Ja, das hier ist aber nicht das Langboot, Leute. Das ist zwar auch ein Langboot, aber nicht das besagte Langboot. Bin mal gespannt. Na, hier gibt's nichts mehr. Bin mal gespannt, wo es sonst uns noch hinführt hier. Schatzkarte PQRS. Schatzkarte? Nein. Nein, will er mich verarschen, das Spiel? Todesmal. Oh Mann. Einladung. Ich suche gerade diese Schatzkarte, damit wir dann sehen können, wo die anderen... Oder sind die jetzt... Warte mal, sind die auf meinem... Benutze die Todesmal-Schatzkarte. Ja, genau, das würde ich ja gerne machen. Todesmal-Schatzkarte. Nein, das Tagebuch. Das gibt's doch nicht. Todesmal-Schatzkarte. Oder ist sie vielleicht unter Sonstiges aufgeführt? Man konnte... Oh Gott, scheiß Ivan dann, ey. Man konnte das ja schon teilweise sehen. Ja, da ist sie. Okay, also wir sind jetzt gerade da ganz oben im Norden, da nördlich von dem Fluss. Im Westen. Warte, kann ich hier mit der... Ja, genau. Hier würde ich jetzt als nächstes einfach mal hingehen. Schauen wir mal, ob wir dort auch noch einen Schatz finden. Da waren wir noch nicht mal. Okay. Ich kann hier leider nicht den Fluss sehen. Aber der Wasserstein, war hier die nächste oder hier unten beim Erdstein? Müssen wir gleich mal schauen. Rabenfels ist da. Wir reisen mal eben schnell zum Wasserstein. Dann haben wir immerhin schon mal ein bisschen was geschafft. Dann sind wir schon mal ein bisschen weiter gereist. Ja, das Buch war doch schon ganz schön lang, aber ich denke mal, die Geschichte ist auf jeden Fall interessant. Deswegen dachte ich mir, komm, die gibst du mal zum Besten hier. Den Leuten eine kleine Geschichtsstunde bieten. Warum eigentlich nicht, ne? So, okay, warte, dann wollen wir mal gucken. Sonstige... Nein! Kannst du nicht da unten bleiben? Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich wirklich so weit nach da unten. Schön ist es nicht. Da ist sie, die Todesmal-Schatzkarte. Nee, okay. Also wenn ich jetzt hier Richtung Norden gehe, müsste eigentlich theoretisch... Ach, komm schon. Achso, warte mal. Da ist ja der Wasserstein. Den können wir nochmal eben schnell aktivieren. Das Wasser des Lebens hinzugefügt. Das Wasser des Lebens ist für mich immer noch Bier. Beer you, beer me. Beers together. That's the way it should be. So, hier ist der Fluss, Leute. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Nein, wieso muss ich immer wieder nach da unten? Das ist doch kacke. Das ist kacke, Leute. Viele schwache Seelen, auch in den großen Seelensteinen. Ich muss mal ein paar winzige Seelensteine kaufen. Ein bisschen weiter nördlich. Wahrscheinlich da unten irgendwo. Da unten, wo sich gerade... Scheiße. Scheiße. Oh Gott, ich hoffe, ich falle ins... Wasser. Nice one.
Boah, wenn ich jetzt ins Dingens gefallen wäre, ey, aufs Land, dann wäre das mein sicherer Tod gewesen. Also, da die Piraten ja übers Wasser kamen, denke ich mal, dass die Land, dass sie das hier irgendwo platziert haben, nicht? Da ist die Truhe doch schon. Rieklinge. Ich frage mich nicht, ob die Rieklinge jetzt feindlich gesonnen sind. Oder, ja doch, die scheinen feindlich zu sein. Ha, ihr wisst wohl nicht, dass ich hier der König der Rieklinge eigentlich bin. Aber gut, dann werde ich euch halt töten müssen. So, Rieklingjäger, der kann doch gar nichts. Hier, komm mal her, du bist der Nächste. Dann du und zu guter Letzt der kleine Kackvogel hier drüben. So muss es sein. Dann machen wir es natürlich wieder aufheilen. Ein bisschen Ausdauer gibt es dafür ja auch. So, und dann schauen wir mal. Ah, toll, Gold. Wow, ihr seid ja echt... Ihr seid ja echt richy rich, ey. Ein Amethyst, na immerhin. Und eine goldene Juwelenkette. Okay, der Typ, der war scheinbar der Anführer. So, das hier ist die Mutterschlammkrabbe oder was? Und das sind die Babys. Mich hat's gewundert, dass die eine halt so groß ist und die anderen so klein. Silberring. Ah, war nicht so viel wert. So, das ist die nächste uralte Truhe, Leute. Auch lustig, dass die hier einfach so rumliegen. Hey! Kannst du mir doch nicht erzählen. Ja, geh doch. Meine Güte, die Todesmal-Panzerhandschuhe. Beim Kampf mit zwei Waffen bewirkt deine einhändigen Angriffe 1% mehr Schaden pro getragenem Todesmal-Gegenstand. Geil, das ist so ein richtiges Set, so ein richtiger Set-Gegenstand. Sowas finde ich natürlich immer cool. Sowas gab es ja immer bei Diablo 2. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich Diablo 2 liebe. So, okay. Das hätten wir erledigt. Dann würde ich mal sagen, das nächste... Hier war das. Ich meine, die nächste war hier. Oder dort. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich gehe mal eben zum Blutskalden-Hügelgrab. Da könnten wir mal schauen. Das ist doch nicht Hermes Mora. Keine Ahnung, so einen Gegner habe ich noch nie gesehen. Auf jeden Fall sieht er aus wie so ein ausgekotzter Haufen Scheiße, ey. So, bei den Objekten. Ah, wir sind diesmal unten geblieben, sehr gut. Im südlichen Kreis, okay, also da vorne soll das irgendwo sein. Dann lasse ich mich doch gerne überraschen, was da los ist. Was da wohl los ist? Was ist da unten los? Nichts. Ich finde es schade, dass es diese Schlachterfische gar nicht mehr gibt. Ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt gar keine... Ist das jetzt doch ein Schlachterfisch? Nee, das ist einer von diesen komischen Viechern, naja. Hier sind Supplus. Hier soll aber auch irgendwo... ein Schatz sein. Sind das... Das sind doch Piraten. Das sind doch Piraten! Da mache ich mal einen Quicksave hier hin, Leute. So, dann nehmen wir unseren Bogen. Plünderer, okay, war ja klar. Geht der hin? Na, hast mich entdeckt, Plündererfürst? Plündererfürst, in meinen Augen bist du nur ein Homofürst. Na, komm mal her, du alter Sack. Und jetzt mal richtig schön... Oh Mann, wieso mache ich heute keine Finishing Moves? Nein, da ist ins Wasser gerutscht. Komm her. Bisschen Gold, die Nordplattenrüstung haben wir ja selber. Amulett von RK. Steigert die Gesundheit, bringt ordentlich Geld. Nimm ich mit. Das ist mein Riegling, naja. Ich glaube, Musik, du kannst schon wieder aufhören. Ich glaube, wir haben die hier alle besiegt, ja. Es waren wirklich nur zwei Plünderer. Bier, bla bla bla. Oh ja, die haben auch vom Todesmal scheinbar gelesen. Deswegen haben die hier die uralte Truhe ausgegraben. Ist nur mein Riegling, oder? Ja, das ist nur mein Riegling. Okay, Leute, dann lasst uns die uralte Truhe hier auch nochmal eben schnell knacken. Na, nee, nicht ganz. Oh ja, doch, das sieht schon gut aus, though. Gut sieht das aus. Ja, ein bisschen zu weit nach rechts. Na, komm schon, öffne dich. Sesam, die Todesmalrüstung. Erhöht deine Ausdauer um 15 Punkte pro getragenem Todesmal-Gegenstand. Das finde ich jetzt nicht ganz so pornös.
Aber hey, kann ja nicht alles so pornös sein. Nun denn, meine werten Freunde, ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen Cut für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag. Ich glaube, heute müsste Samstag sein, wenn ich diesen Spaß hier hochlade. Und dementsprechend euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in-game. Macht's gut.